Und damit willkommen zu einem weiteren Rocket League Video auf meinem Kanal. Ich dachte mir, als Abwechslung bringe ich einfach wieder mal Just for Fun Rocket League. So, ja, der Typ hat einfach einen 16er Ping. Alter. Aber hat ihm nichts gebracht. Alter, ein 12er Ping, nice. Und nicht so 56, es hat ein 8er Ping. Ja, kann man machen. Ja, was ich mal kurz erwähnen möchte, ist, dass es manchmal, da hat man gesehen, das wollte ich erwähnen, und zwar hat Rocket League bei mir extrem viele Lags oder spackt herum, und zwar, das hat man ja gerade gesehen, ich bin so eine komische Kurve gefahren, die ich eigentlich ja nicht gelenkt habe. Also macht Rocket League von ganz alleine, und das weiß ich nicht, woran es liegt, und ja, wo ist der, oh ja, genau, da, jetzt haben wir uns wieder gesehen. Irgendwie jedes Mal, wenn ich auf den Ball zufahre, dann weiß ich nicht, packt's mich nach links oder rechts, je nachdem. So, was ich leider befürchte, ist, dass der Flappy Bunny 1, 2, 3 AFK ist. Oder? Ja. Oh, ja, nice. Ich fahre gerade auf den Ball zu und nichts. Als ob der AFK ist, ohne Witz. Mache ich einfach Tore, wirkt mich nicht. Ich verstehe solche Leute irgendwie nicht. Ah, jetzt ist er wieder da. Keine Ahnung. Vor allem, es könnte ja sein, dass das ein Trick von ihm war. Es war Tor. Dass es sich AFK stellt, und nach einer gewissen Zeit ist es mir bestimmt zu blöd, und dann lief ich einfach. Dann hat er theoretisch das Spiel gewonnen. Bringt ihm zwar nichts, denn Punkte hätte ich trotzdem mehr, aber es könnte ja durchaus sein. So, bitte nicht ins eigene Tor. So, nice, nochmal gerettet. Oh, okay. Alter, da wie es mich wegdrängt vom Nitro, das sieht man auch. Na? Alter, danke, du hast mir geholfen, ein Tor zu machen. Props an dich. In 1,5 Minuten 5 Tore. Muss man schon schaffen, vor allem die Tore gelangen auch nur, weil du mir geholfen hast, mein Junge. Das finde ich sehr, sehr sozial von dir. Gibt mehr Punkte für mich, weniger für dich. So, natürlich habe ich den Ball nicht getroffen, was anderes erwartet von mir. Man von mir natürlich nicht. Genauso wie dieser Move, den ich nicht definieren konnte, warum ich den überhaupt gemacht habe. Danke sehr. Hat dir nicht viel gebracht, Junge, aber gut. Ach komm. Normalerweise warte ich, ja, wie ich ihn schon wieder nicht treffe. Diese Lags, die machen mich verrückt. So, und ich würde mal zu behaupten, der Typ steht wieder AFK rum, oder? Ja, könnte. Nee, doch nicht. Okay. Aber was macht er dann? Verliert er seine Hoffnungen, wenn ich auf sein Tor zufahre oder so? Oder denkt er sich, ja, ich lasse ihn mal so 10 Tore machen und danach rack ich den Is so 12 Tore in einer Sekunde oder keine Ahnung. Also die Logik verstehe ich irgendwie dahinter nicht so. Keine Ahnung. Vor allem, ich verstehe es ja generell in allen Spielen nicht, wenn man sich dann AFK stellt oder keine Ahnung. Das ist das gleiche in Minecraft auch. Es gibt ja die beliebten Spieler, wenn du zum Beispiel in Bad Wars, wenn du Goldvorteil hast, Stärketrank und Eisenfett und alles Mögliche, und du sie dann einmal gekillt hast, weil sie sich in die Mitte bauen wollten oder so, dann stellen sie sich meistens dann AFK hin, weil sie sich vielleicht denken: Nee, ich will leaven, gleichzeitig aber auch nicht, weil ich sonst einen Bann bekomme. Mickriges Bäumchen. Soll das jetzt eine Beleidigung sein oder so? Ich hoffe nicht. Ja gut, dennoch würde ich sagen, weil das die meisten nicht so unbedingt interessiert, belasse ich es mal dabei. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man es nicht machen soll. So wie der Typ mit einem 8er Ping oder so, und er verliert dennoch. Aber
Gut, das sieht man auch. Ich bin Semi-Profi, Level 14 und ich bin nicht gut. Also merkt euch das. Ja, gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.